Ja, was gibt es Schöneres bei super Wetter, wieder mit unseren Bikes unterwegs zu sein und hier den schönen Wald und die Natur genießen und ja, einfach ausspannen und entspannen natürlich dabei. Ja, in diesem Video geht es heute um mein neues Bike, dem Fischer Viator 4.1i. Ihr habt ja sicherlich das erste Video, wo ich die Tour damit gemacht habe, schon geschaut. Vielen Dank dafür. Und natürlich kann ich dann heute auch schon so ein paar Sachen ja, dazu sagen oder einfügen, die mir so aufgefallen sind. Aber seht selbst. Herzlich willkommen bei E-Bike am Elm. It's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Ich wollte diesmal ein Bike haben, wo ich praktisch, wenn es ankommt, nicht mehr viel geschraubt, gebastelt werden muss oder nochmal umgebaut werden. Gut, Thema ist nach wie vor immer eine Federsattelschütze, die gegen eine Parallelo auszutauschen. Aber ich muss sagen, hier, mir gefällt das halt, dass der Vorbau in der Höhe einstellbar ist, neigbar ist und ja, man sitzt super easy, bequem drauf und kann entspannt natürlich auch weite Touren fahren. Ja, die Reifen hier, 28 Zoll Bereifung von V-Rubber mit Reflexstreifen und Pannschutz. Und gerade auf solchen Wegen hier, wo auch mal ein Steinchen oder mal irgendwas sich so reinbohren könnte, fühle ich mich ja auch direkt sicher. Mal ganz kurz auf die eConnect-App eingegangen. Wenn das Bike Bluetooth-fähig ist, dann haben wir hier ein Bluetooth-Zeichen. Dann können wir uns im App Store zum Beispiel die App runterladen und über das Smartphone dann auch steuern. Ich gehe mal hier ganz kurz durch, dann haben wir eine Übersicht. Also hier können wir unsere Fahrstrecken aufnehmen und immer wieder aufrufen. Hier haben wir jetzt das Bike, also aktuell Reichweite 138 Kilometer in der Unterstützungsstufe 1. Der Akku hat 97%. Und wenn ich jetzt natürlich hier die Fahrstufen verändere, dann geht das natürlich auch runter, ganz klar. Ja, dann kann ich hier noch zum Beispiel den Tourmanager, mir Touren raussuchen oder die ich importiert habe, aufgezeichnet habe, immer wieder vorholen. Also es ist echt schon eine feine Sache. Dann gibt es hier noch so Service-Stützpunkte, wenn mal was sein sollte an dem Bike, wo man sich auch melden kann. Ja, das war mal so in ganz groben Zügen die eConnect-App, die ich hier mir runterladen konnte und natürlich mit dem Bike dann auch verbinden konnte. Das Barfunk-Display LCD 1400 mit CAN-Boost inklusive HF, USB-App und OTA-Ready. Das würde ich euch auch gerne mal jetzt ein bisschen näher bringen, finde ich echt interessant. Ganz oben sehen wir den Akku-Zustand, dann die kmh-Anzeige, Trip, und das kann man ganz einfach hier nochmal so ändern. Odo 45, maximale Geschwindigkeit bin ich jetzt gefahren, 27,6 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit war 14 km/h und die Reichweite zeigt er mir jetzt hier mit 141 Kilometern an. Dann die Leistung, die der Motor abgibt, also die Wattleistung, die wird mir hier auch angezeigt. Kalorienverbrauch und die Fahrzeit. Also von daher Höhenmeter natürlich auch. Und das ist schon, finde ich, echt super. Es lässt sich auch ideal und richtig gut ablesen. Hier habe ich nochmal meine Unterstützungsstufen. Und wenn ich jetzt ins Untermenü will, zeige ich jetzt nochmal, dann kann ich hier nochmal die Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die Maße, ne, ob metrisch oder geht hier auch alles. Dann habe ich zum Beispiel Brightness, das ist die Helligkeit des Displays, habe ich auf 100 gelassen, Automatik off, und zwar schaltet er sich dann nach 5 Minuten ab. Vibration habe ich auch deaktiviert. Ist ganz gut, man drückt jetzt die Taste, zum Beispiel, wenn man eine Fahrstufe höher fahren möchte. Das wird immer mit einer Vibration dann bestätigt. Ich habe sie ausgemacht. Hier kann man auch Service eingeben. Und das finde ich sehr interessant. Hier können wir unsere Unterstützungsstufen so einstellen, wie wir das wollen. Wenn ich jetzt sage, nee, eine 5 brauche ich keine 100%, da reichen mir 95, was natürlich immer wieder dann die Reichweite auch optimiert. Also kann man alles sich einstellen. Und gehe dann noch mal ein bisschen runter. Also ich kann das in jedem machen, wo ich das gerne möchte. Bis in die erste Unterstützungsstufe. Jo, dann gehe ich noch mal in Back.
Da gibt es dann so ein bisschen Informationen, Batterie, Display und, und. Und die Lichtautomatik, die hier dran auch ist, die ist, ja, das finde ich auch immer eine ganz feine Sache, kennt ihr ja mit Sicherheit. Hier oben ist ein kleiner Sensor verbaut, wenn ich den jetzt zuhalte, dann geht das Licht an. Und auch so eine schöne Sache, wenn man abends in die Dämmerung fährt, vergisst man nie, das Licht anzumachen. Alurahmen, 50 cm, 28 Zoll, den schauen wir uns jetzt mal an. Oh, hört mal, herrlich, oder? Ja, ich habe mir gedacht, ich mache das hier, ich finde das schön, hier habe ich meine Ruhe. Also, definitiv schauen wir uns mal diesen, ja, matten, schwarzen Lack an. Dezent dann hier der Fischeraufdruck. Hier unten ist auch nochmal Viator 4.1i. Ich finde auch an diesem Bike, die Kabelführung haben sie wirklich schön gemacht. Das gefällt mir gut. Und ein Kritikpunkt hatte ich ja schon in dem ersten Video gesagt. Also Nee, das hat mir nicht gefallen. Da hätte man das Schwarze doch bis hier hinziehen können, dass das ein bisschen schicker ist. Oder eben halt, ja, aber na gut, okay, es ist einfach so. Ja, der Rahmen, wie gesagt, ist ein Diamantrahmen. Hier sehen wir nochmal die 50 cm. Und ich finde ihn wirklich sehr, sehr schick. Super verarbeitet, kann man nicht anders sagen. Ich freue mich da echt drüber. Also ich war ja nun auch hin und her gerissen, ob ich nochmal auf ein Trekkingbike komplett so, wie es hier steht, jetzt umsteige. Aber ich kann euch nur sagen, ich bereue das überhaupt nicht. Allein dieses Fahrgefühl, dieses schöne, ja, ruhige Sitzen und entspannte Sitzen, das macht schon Spaß. Natürlich fahre ich auch nach wie vor MTB sehr, sehr gerne, ne? Aber das ist hier eben mal was ganz anderes. Ja, dann können wir natürlich gleich, wenn wir schon mal hier sind, uns das mit dem Akku anschauen. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich kann ihn natürlich entnehmen und kann ihn am Bike oder eben halt, wenn ich ihn dann rausgenommen habe, natürlich laden. Und das machen wir jetzt mal so. Dafür schalte ich natürlich nur mal ganz kurz das Display aus. So, dann haben wir hier die Schlüsselchen. Und das war's schon. Und das Schöne ist, er fällt nicht raus. Ich muss ihn ein bisschen nachhelfen. Finde ich auch ganz gut. Manche hat es schon bei manchen Bikes, da sind die mir entgegengekommen. Also von daher ist das auch eine schöne Sache. Also ein Intube-Akku in diesen schönen Rahmen mit eingebaut. Dazu gehört natürlich noch ein Rahmenschloss, was auch mitgeliefert wurde. Und was richtig schön ist von Abus. Ist nochmal so eine zusätzliche Sicherheit. Und natürlich habe ich mir noch hier ein Faltschloss angebaut, das ist mir doch um einiges sicherer. Dann haben wir hier den Eske Plätscher, ein toller Ständer, den man auch einstellen kann. Also auch der passt gut zu dem Bike. Aufs Licht zu kommen, hier ist ein LED-Frontscheinwerfer verbaut mit 70 Lux und wir haben hinten einen Reflektor und nochmal ein LED-Rücklicht, was auch, wenn das Bike ausgeschaltet wird, trotzdem noch einen Moment anbleibt. Die Lichtautomatik funktioniert, habe ich jetzt schon einmal festgestellt, auch sehr gut. Ebenfalls mit dabei ein Kettenschutz. Und man kommt da mit der Hose nicht mehr so rein. Ja, der Sattel hier von Fischer, der verbaut wurde, hat eine Dekompressionszone und eine Dynamikzone. Also ja, also bis jetzt bin ich echt zufrieden damit, ist schön bequem, kann man nicht meckern und drückt auch nicht, hat natürlich auch hier diese Entlastungszone. Ja, das finde ich auch richtig gut. Dann haben wir hier ab Werk auch eine Sattel- oder eine Federsattelstütze verbaut, was ich schon vorhin sagte, vielleicht nochmal parallel, weiß ich nicht. Im Moment macht die... Bis jetzt geht alles wunderbar, also von daher, da mache ich mir erstmal noch keine großen Gedanken. Und man kann sie sogar ans Gewicht vom Fahrer anpassen. Die kann man rausnehmen und da unten ist dann eine Schraube, wo man mit dem Imbus reingeht und dann kann man die Vorspannung härter oder weicher machen. Ja, was für mich auch hier so ein richtiger Kaufgrund auch war, weil es halt ab Werk mit dabei ist und dann noch von Ergotec. Definitiv haben die immer gute Sachen.
einen verstellbaren Vorbau, der auch in der Höhe einstellbar ist. Und das macht es um vieles einfacher. Und ja, ich hatte eben keinen Bock, wieder ein Bike zu kaufen und dann doch nochmal wieder was umzubauen. Ich wollte halt jetzt einfach mal, wenn es kommt, dass ich es nur noch auf mich einstellen brauche. Und ja, dann, dass es soweit passt. Das Bike wird abgebremst mit hydraulischen Scheibenbremsen vorn wie hinten der Firma Tektro. Wir haben hier hinten 160/24 verbaut und also bis jetzt muss ich echt sagen, die richtig gut zupacken, weil ich habe sie auch vorsichtig eingebremst und hier vorne 180/24. Sehen auch richtig gut aus, finde ich sehr, sehr schick. Die Bremse lässt sich auch super gut dosieren und hier sind natürlich zwei Finger Bremshebel verbaut, beidseitig. Absoluten Pluspunkt, der Barfang M400, der hier verbaut ist, ist super leise. Und man kann echt ganz ruhig und sinnig fahren damit. Nach einer Probefahrt bei einer Bekannten war der Barfang M400. Also ein kleines Kraftpaket, sehr leicht, gut hier in das Bike integriert, liegt ungefähr bei 3,9 Kilo Gewicht und soll eine extrem lange Haltbarkeit haben. Und ich finde auch, dass er unwahrscheinlich leise ist. Hier sehen wir ihn nochmal von der Seite. Also da bin ich jetzt wirklich so dann auch mal auf Reichweite und alles, wenn man länger unterwegs ist mit mehr Gepäck, gespannt. 250 Watt, natürlich Pedelec-konform. Und 80 Newtonmeter. Aber wenn man ihn braucht, kann man auch richtig in der stärksten Unterstützungsstufe unterwegs sein. Das ist ein 14 Ampere Akku mit 504 Wattstunden und 36 Volt System. Auch sehr schick, selbst im ausgebauten Zustand. Hier sehen wir die Ladebuchse und hier können wir einmal drauf drücken und dann sehen wir den Akku, Ladezustand. Die SR Suntour Next E25 ist extra für City- und Trekkingbikes gebaut worden, so wie ich das nachgelesen habe. Und ich kann mich da bis jetzt überhaupt nicht drüber beschweren. Die macht einen guten Job und danke für die Hinweise im letzten Video. Ja, sie ist einstellbar. Und zwar braucht man nur diesen Deckel hier entfernen und dann kann man Minus oder Plus, also die Federvorspannung, erhöhen. Es wiegt 26 Kilo circa und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 150. Als Schaltung die Acera 9-Gang, eine normale Schaltung und ja, habe ich keine Probleme überhaupt nicht mit, lässt sich sehr, sehr gut schalten und bis jetzt musste ich noch nicht mal groß einstellen. Hier sieht man dann, in welchem Gang man sich befindet. Und auch die funktioniert tadellos. Vorne wie hinten sind Schnellspanner verbaut. Das macht natürlich gerade dann jetzt beim Hinterrad, manchmal hat man ja Verschraubung oder so, dass man dann die Mutternest lösen muss. Hier zack mit Schnellspanner und zack ist das Rad draußen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier so ein bisschen das Bike mal näher bringen und vielleicht noch ein paar offenstehende Fragen für euch geklärt. Von daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Tschüss!